Was die Bahn an S21 so sehr entzückt, dass sie verbissen daran festhält, dass und welche Renovierungs- und Rückbaukosten für den Bahnhof bei einem Ausstieg erforderlich sind, das erklärt uns gleich Frank Diestel. Er ist Diplom-Ingenieur und Baubürgermeister im Ruhestand. Er kennt sich mit diesen Sachen aus und er ist außerdem auch Mitglied der Schutzgemeinschaft Filda. Frank Diestel. Ja, vielen Dank, liebe Conny, liebe Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Obenbleibenden. These Nummer 1. Die Bahn beendet Stuttgart 21 nicht aus eigenem Entschluss, weil sie sich an dieser katastrophalen Fehlplanung per Saldo bis jetzt eine goldene Nase verdient. Ja. Mit Saldo meine ich das Einbeziehen aller pekuniären Fakten, also auch die in der Öffentlichkeit vorenthaltenen versteckten Vorteilsgewährungen durch Stadt, Land und Flughafen sowie die direkten Erlöse und Einsparungen der Bahn. Darauf, liebe Freunde, komme ich gleich zurück. These Nummer 2. Die Bahn wird an Stuttgart 21 scheitern. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Vielleicht zerstören sie das Mineralwasser, was für Stuttgart die Katastrophe schlechthin wäre. Vielleicht quellen die Anhydritschichten in den geologisch so riskanten Tunnelstrecken. Vielleicht müssen sie oberirdische Gleise erhalten, weil private Bahnbetreiber sich mit dieser Forderung durchsetzen. Vielleicht erkennt das Eisenbahnbundesamt endlich doch noch die eminenten Risiken der gefährlichen Gleisneigung im Schrägbahnhof, so wie es der Spiegel gestern in seinem Artikel beschrieben hat. Und schließlich, sehr wahrscheinlich sprengen Sie in naher Zukunft erneut Ihre Kostenschätzung von 6,8 Milliarden, die ja bei Licht besehen heute schon wegen der Kostensteigerung auf den Filtern bei über 7 Milliarden steht. Wohlgemerkt, ohne diesen Filterbahnhof Plus. Wir wissen nicht, was dieses Murks-Projekt am Ende kosten wird, aber wir ahnen es. 9 Milliarden, gar 10 oder noch mehr. 21! Bei diesem Milliardengrab erscheint alles möglich, meine lieben Zuhörer. Und so stellt sich fortwährend die Frage, kann man noch aus diesem bahnbetrieblichen und auch städtebaulichen Unfug umschwenken auf die Sanierung und Modernisierung des guten alten Kopfbahnhofs. Ja! Von mir dazu ein klares Yes, we can! Denn außer der denkmalschutzrechtlichen Todsünde des Abrisses der beiden Bahnhofsflügel und des riskanten Grundwassermanagements und dieses furchtbaren, vorzeitigen Eingriffs in den Schlossgarten hat die Bahn bis jetzt im Bahnhof selbst nur abgerissen, was auch bei einer grundlegenden Sanierung des Kopfbahnhofs abzureißen wäre. Vielmehr ist bis auf ein paar wenige verlorene Tunnelkilometer noch nicht passiert. Die Frage, was der Kopfbahnhof heute kosten würde, muss man zum einen vom reinen Kostenaspekt des Rückbaus und der Sanierung betrachten, zum anderen aber im Blick auf meine eingangs erwähnte These 1, dass an diesem bahnbetrieblichen Schwachsinn krampfhaft festgehalten wird, eben weil die DB AG und auch noch einige andere auf unser aller Kosten umso mehr verdienen, je teurer das Projekt wird. Erstmal zu den reinen Baukosten eines Umschwenkens hin zum Kopfbahnhof. Ich schätze mal weit auf der sicheren Seite für die verlorenen Kosten all dessen, was schon an Unsinn verbaut worden ist, rund 900 Millionen.
für die Modernisierung des Kopfbahnhofs rund 800 Millionen, für die zweifellos notwendige Sanierung des Tunnelgebirges mögen angesetzt werden rund 500 Millionen, für die Verbesserung der Zuläufe rechne ich äußerst großzügig mit rund 100 Millionen und für Rundung, Unvorhergesehenes und Sonstiges füge ich nochmals großzügigst rund 100 Millionen hinzu. Das macht für alles zusammen im schlimmsten Fall, reine Baukosten wohlgemerkt, rund 2,4 Milliarden Euro, liebe Obenbleibenden. Ganz bewusst habe ich die Rückabwicklung des rechtlich windigen Grundstücksgeschäfts der Bahn mit der Stadt Stuttgart plus Verzinsung in Höhe von insgesamt rund 950 Millionen Euro nicht zu den Rückabwicklungskosten gerechnet. Die Bahn bekommt ihre Grundstücke zurück, die Stadt Stuttgart ihr Geld und Zinsen, basta. Beachtlich. Beachtlich ist dabei, dass die Bahn diese Grundstücke bei der Privatisierung 1994 einst vom Bundeseisenbahn-Sondervermögen unentgeltlich übertragen bekommen hat. Dies unter der Bedingung, soweit diese Flächen bahnbetrieblich notwendig sind. Nachdem die Bahn aber mit ihrer Fehlplanung nachweist, dass sie diese Flächen betrieblich künftig nicht mehr benötigt, hätte sie die Grundstücke genauso unentgeltlich wieder an das Bundeseisenbahnvermögen, also den Staat, also an uns alle, zurücküberreignen müssen. Stattdessen bereichert sie sich faktisch ungerechtfertigt mit dem überhöhten Kaufpreis der Stadt von knapp 460 Millionen und der inzwischen aufgelaufenen Verzinsung von ca. 500 Millionen. Diese ungerechtfertigte Bereicherung, meine Damen und Herren, kann daher keinesfalls bei den Rückabwicklungskosten erscheinen. Es würde sich vielmehr lohnen, dem Grundstücksgeschäft aus dem Jahr 2001 mal rechtlich auf den Zahn zu fühlen, ob hier nicht eine Veruntreuung von Steuermitteln vorliegt. Bei frühzeitigem Stopp dieser Fehlplanung schon vor Jahren hätte man all das, einige Planungskosten mal rausgerechnet, noch um rund 700 Millionen Euro billiger haben können, also für rund 1,7 Milliarden. Aber die Bahn hat ja vorsätzlich eine vollendete Tatsache nach der anderen geschaffen, um einen Projektstopp um jeden Preis zu verhindern. Diese selbst eingebrockte Suppe müssen Grube, Käfer und die verantwortlichen Politiker jetzt eben auslöffeln, falls man sich doch noch vernünftigerweise des Kopfbahnhofs annimmt. Also, liebe Zuhörer, stehe nach heutigem Stand ohne die Grundstücksrückabwicklung, aber mit Rückbau des angefangenen rund 2,4 Milliarden Euro für einen der besten Bahnhöfe Deutschlands, einer unsäglichen Vergeudung von 9 oder gar 10 Milliarden für die erwiesene Verschlechterung des Bahnknotens Stuttgart gegenüber. Liebe Zuhörer, vernunftbegabte Planer wären längst ausgestiegen. Aber die wenigen vernunftbegabten Planer und Projektleiter der Bahn haben das Handtuch geworfen inzwischen, weil sie diesen Wahnsinn nicht mehr verantworten konnten. Ich wiederhole nochmal ausdrücklich, was ich eben erzählt habe, gilt ausdrücklich nur bei rein baukostenmäßiger Betrachtung. Nun müssen wir aber wieder meine eingangs genannte These 1, also die exorbitanten Gewinne der Bahn aus dem Fehlprojekt, bedenken. Und da muss endlich mal wieder öffentlich auf den Tisch gelegt werden, was an verdeckten Zuwendungen von Stadt, Land und Flughafen zur Förderung von Stuttgart 21 zusätzlich zu den offiziellen Kostenanteilen der Projektpartner bereits an die Deutsche Bahn AG geflossen ist. Alles, was ich hier aus Zeitgründen nicht einzeln aufdecken kann und aufzählen kann, summiert sich, ihr werdet es kaum glauben, zu verdeckten indirekten Zuflüssen an die Bahn in Höhe von sage und schreibe 2,8 Milliarden Euro. Milliarden. Wer die Einzelheiten genau wissen will, der möge sich nochmals das zumindest qualitativ nach wie vor gültige, exzellente Video unseres Freundes und Mitstreiters Peter Fendrich anschauen. Der Titel lautet: Wer bezahlt Stuttgart 21 tatsächlich? Er hat das inzwischen auf die neue Kostenhöhe von 6,8 Milliarden hochgerechnet übrigens. Damit nicht genug, liebe Freunde.
Zu diesen verdeckten 2,8 Milliarden hinzu kommen die ersparten Sanierungskosten der bestehenden Bahnanlagen und anderweitige Erlöse der Bahn, zum Beispiel die Fläche A1, der frühere Güterbahnhof, die die Bahn direkt vermarktet hat. Alles zusammen rund 2 Milliarden. Damit kommen wir auf eine Gesamtsumme, auf ein ergebniswirksames Plus von 4,8 Milliarden Euro zugunsten der Deutschen Bahn AG. Offiziell beteiligt sich die Bahn an dem Projekt, inzwischen eingestanden durch die Kostenexplosion auf 6,8 Milliarden Euro Ende 2012 mit nunmehr knapp 2,6 Milliarden. Das sind die im Finanzierungsvertrag stehenden knapp 1,5 Milliarden plus die zugegebenen 1,1 Milliarden wegen Planungsfehlern etc. Sie verdient also bei Einbeziehung aller verdeckten Subventionen der örtlichen Projektpartner trotz der Kostenexplosion dennoch immer noch 2,2 Milliarden Euro. Und selbst wenn die Bahn die bislang noch nicht finanzierten ca. 1,3 Milliarden, auf deren Zahlung sie das Land und die Stadt verklagen will, bekanntlich, wenn sie diesen Betrag alleine aufbringen müsste, verdiente sie an Stuttgart 21 immer noch einen sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag. Bei Ausstieg aus dem Projekt müsste die Bahn den größten Teil dieser verdeckten Zuwendungen an die örtlichen Projektpartner zurückzahlen. Dazu kommen die offiziell bekannten Beträge aus dem dann hinfälligen Finanzierungsvertrag, soweit diese Zahlungen schon geflossen sind. Die Baukosten der Rückabwicklung, der Modernisierung von Kopfbahnhof, Gleisvorfeld und Tunnelgebirge müssten verfassungsgemäß allein von Bund und Bahn getragen werden. Uns Steuerzahler kostet folglich die Sanierung und Modernisierung unseres Kopfbahnhofs 0,0, meine Damen und Herren. Stadt und Landeshaushalt wären mit einem Schlag entlastet und der Stadt bliebe die städtebauliche Zerstörung ihres Bahnhofsgebiets und weitere hohe Verluste bei der längst wirtschaftlich aus dem Lot geratenen Vermarktung der Gleisflächen erspart. Liebe Freunde, wir wissen nun, warum sich die S21-Verantwortlichen den erdrückenden fachlichen Erkenntnissen so beharrlich verweigern. Der wirkliche Skandal ist, dass Bahn- und Projektförderer ganz genau wissen, dass diese Milliardenvernichtung ausschließlich zulasten der Stadt und des Landes geht, welche die Zeche Stuttgart 21 am Ende ganz alleine bezahlen. Ein solch unerklärliches Verhalten kann man nur mit Ignoranz bezeichnen. Ignoranz ist per Definition vorsätzlich gepflegte und gewollte Unwissenheit, um nicht zu sagen Dummheit. Handeln wider besseres Wissen, meine Freunde. Übrigens erneut zu erkennen an der aktuellen Diskussion über den desaströsen Filterabschnitt, wo den Befürwortern zur Rettung ihres Katastrophenprojekts nichts Besseres eingefallen ist, als den bei ganzheitlicher Abwägung mindestens genauso schlechten Filterbahnhof plus Murks. Über dieses Thema hat mein Freund Steffen Siegel an den Montagsdemos zuvor schon ausführlich gesprochen. Ich kann mir daher weitere Details heute sparen und zum Schluss kommen, liebe Mitstreiter. Es ist offensichtlich, die Verantwortlichen für Stuttgart 21 beugen sich hier dem Druck einer sich bereichernden Bahn, des Großkapitals sowie der Bau- und Immobilienwirtschaft, obwohl ihnen sehr wohl bewusst ist, dass sie für vergeudete Milliarden den Bahnknoten Stuttgart mit einem Haltepunkt der Kategorie Vorstadtbahnhof ins Bahnbetriebliche sowie Stadt und Land ins Wirtschaftliche abseits treiben. Mehrheitlich im Stuttgarter Rathaus, mehrheitlich beim Verband Region Stuttgart drüben in der Kronenstraße, einmütig bei CDU und FDP im Lande. Und liebe Freunde, was einen aufrechten Sozialdemokraten besonders schmerzt, leider auch mehrheitlich bei der SPD in Stadt und Land, die sich hier zum Steigbügelhalter all der genannten Lobbyisten machen ließ. Meine lieben Zuhörer, weil unser unermüdlicher Einsatz gegen diesen stadtzerstörenden Wahnsinn noch
nicht vergeblich sein darf, müssen wir unseren Widerstand noch mehr politisch wirksam umgestalten. Und wir müssen die hohen verdeckten Zahlungen auf Kosten des Steuerzahlers und die bewusste Verweigerung der Entscheidungsträger, erwiesene Fakten zur Kenntnis zu nehmen, für jedermann sichtbar machen. 2016 ist Landtagswahl. Und da frage ich euch, wer will von Politikern, die für dieses Fehlprojekt unsere Steuermilliarden verbrennen, weiterhin desinformiert und angelogen werden? Diese Frage mag jeder im nächsten Jahr mit seinem Stimmzettel beantworten. Wir bleiben in jeder Hinsicht oben, denn wir sind fest davon überzeugt, in der Sache auf der richtigen Seite zu stehen. Ich danke euch. Herzlichen Dank an Frank Diestel für die klaren Worte. Vor allen Dingen sind das ganz schön viele Zahlen gewesen. Ich habe das Bedürfnis, das nochmal nachzulesen. Es gibt diese Rede auch gedruckt, wenn ihr das Bedürfnis auch habt.